So, hallo zusammen erstmal. Ich bin hier von der NoDNA GmbH. Das ist ein Online-Distributor im Bereich Robotik. Und wir haben verschiedene Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Und einer davon ist eben DF Robot. Und DF Robot hat einen neuen Single-Board-Computer entwickelt. Er heißt Latte Panda. Und das ist der erste Single-Board-Computer, auf dem man wirklich Windows 10 nativ drauf installieren kann und alle möglichen Programme, die man auch auf dem Windows machen kann, installieren kann und abspielen kann. Das heißt, wie wenn man einen ganz normalen Laptop hat, das hat man jetzt alles nur noch auf einer kleinen Plattform. Das sieht dann ungefähr so groß aus. Die meisten von euch werden wahrscheinlich den Raspberry kennen. Ist ein Tick größer, aber so von der Form her ist es ähnlich, von dem Zweck ist es auch ähnlich, nur dass es etwas performanter ist. Also wie gesagt, die Key Features sind, dass er Windows 10 installiert werden kann, und was er noch zusätzlich hat, ist ein integrierter Arduino-Mikroprozessor. Der ist direkt auf dem Chip integriert und man kann die ganzen Arduino-Pins auch benutzen, um Hardware und Sensoren anzuschließen, die man dann direkt auslesen kann und benutzen kann. Das Ganze ist ein Intel-basierter Prozessor, vom Typ x86. Und diese zwei Kerle gehören zu den Gründern, sind auch von DF Robot eben. Der linke davon ist der Ideengeber. Er hatte auf der Shanghai Institute of Visual Arts gesehen, wie Studenten ihre Laptops oder ihre Tower-PCs durch die Räume getragen haben mit den einzelnen Demo-Geräten und mit den ganzen Sensoren dazu. Und da mussten sie eben viele Sachen auf einmal tragen. Und so sind sie auf die Idee gekommen, wieso machen wir nicht ein Windows 10 PC, wo man direkt ein Arduino drin integriert hat, wo man dann eben nicht mehr so viele Komponenten mittragen muss, nur noch so ein kleines Gerät, und das eben genauso leistungsstark ist wie der eigene Laptop. Also im Endeffekt ist da auch ein gleicher Prozessor drin wie in so einem Laptop, so ein Atomprozessor. Auf die genauen technischen Details werde ich jetzt auch gleich eingehen. Erstmal zu der Timeline. Das Ganze hat 2015 angefangen. Da wurde auch schon der erste Prototyp gebaut. Und Ende 2015 wurde dann die Kickstarter-Kampagne gestartet, was dann auch ziemlich gut lief. Das bis Mitte 2016 wurde ungefähr 500.000 Pfund eingesammelt. Und damit konnte das Projekt dann auch in Gang gebracht werden. Bis dann zum Ende von 2016 wirklich die ersten Produkte auch verkauft wurden. Erstmal natürlich nur in China, und 2017, jetzt erst seit zwei Monaten ist es in Deutschland verfügbar, und wir von der NoDNA GmbH vertreiben den hier natürlich in Deutschland und in ganz Europa. Nochmal zu uns vielleicht, wir haben einen großen Online-Shop, die Seite ist nodna.de, da haben wir alle verschiedenen Hersteller bei uns aufgelistet, und da findet man diesen Latte Panda auch. Und ansonsten, wenn ihr direkt jetzt kaufen würdet, bei uns im Stand wird er jetzt auch verkauft für einen Messepreis. Und hier sind nochmal die technischen Details zu dem Prozessor. Also es ist ein Intel Quad-Core-Prozessor mit 1,8 Gigahertz. Der Raspberry hat im Vergleich dazu, also dieser Raspberry 3, 1,2. Der Arbeitsspeicher, da gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Einmal die teure Variante und einmal die günstigere Variante. Die günstigere Variante hat 2 GB RAM, also Arbeitsspeicher, und 32 GB interner Speicher, diese eMMC. Interner Flash-Speicher. Und die teurere Version hat dafür 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher. Und zusätzlich, natürlich als Anschlussmöglichkeit, sind USB-Ports vorhanden. Das sind zwei
normale 2,0 Ports und ein USB 3,0 Port. Im Vergleich dazu der Raspberry, der hat insgesamt 4 2,0 Ports. Und was natürlich zu so einem Singleboard-Computer immer dazugehört, ist ein Wi-Fi-Modul, ist das integriert, und ein Bluetooth-Modul natürlich auch. Und hier sind nochmal die Anschlüsse, was der Latte Panda alles bietet. Die meisten davon habe ich schon gesagt. Hier links die USB-Anschlüsse, hier der HDMI-Eingang und hier unten, das ist speziell für Latte Panda Touch-Display. Da kann man eben nochmal ein extra Display anschließen. Also der HDMI-Eingang ist, Ausgang ist auch noch verwendbar, wenn man hier nochmal ein Display anschließt. Und da ist dann auch dieser Touch-Sensor auf dem Display zum Anschließen gedacht. Und das sind speziell für Latte Panda diese Touch-Sensor, also Touch-Display, den man dazu kaufen kann. Ansonsten kann man ihn hier mit einem normalen Monitor über HDMI anschließen und so wie einen ganz normalen Rechner benutzen, mit den Tastaturen und Maus angeschlossen an die USB-Anschlüsse. Den Prozessor habe ich schon genannt. Was natürlich ein Riesenvorteil ist von diesem Gerät, dass er nochmal einen zusätzlichen Arduino integriert hat. Der ist direkt auf der Platine, da sieht man jetzt, das ist dieser Chip hier. Das ist der Chip von dem Arduino Leonardo, falls ihr den kennt, der Atmel 32U4. Und damit kann man eben direkt die Hardware ansprechen in Echtzeit und kann die Werte auslesen, kann Motoren ansprechen. Und es hat 20 Pins, die hier oben sind. Und nochmal zusätzlich 6 analoge Pins, um analoge Sensorwerte auszulesen. Was haben wir noch hier? Ein Audio-Jack, 3,5 mm Kinch. Ein Micro-SD-Slot, um den Speicher noch zu erweitern. Also wie gesagt, der hat schon interne 32 GB oder 64 GB verfügbar. Man kann ihn aber noch weiter erweitern mit einer SD-Karte von 64 GB zum Beispiel und hat dann auf jeden Fall genug Speicher, um auch größere Programme drauf installieren zu können. Es hat natürlich noch einen Ethernet-Anschluss, einen Ethernet-Port hier oben, und das Ganze wird über ein Micro-USB-Kabel mit Power versorgt. Ungefähr 3 Ampere bei 5 Volt bei Normalbelastung. Und da das eben mit Windows kompatibel ist, Windows schon vorinstalliert ist, gibt es eine jede Menge von Entwicklungsumgebungen, die man benutzen kann, um den Latte Panda zu programmieren. Dazu gehört von Microsoft das Visual Studio oder Python in Java, PHP, mit LabVIEW, also allen möglichen Programmen, die man auch so auf Windows laufen lassen kann, könnte man den Latte Panda auch programmieren. Und zusätzlich ist auf diesem Windows nochmal die Arduino IDE installiert, sodass man den Arduino auch programmieren kann. Also man kann sich das wirklich mit dem Arduino so vorstellen, als wäre ganz normal angeschlossen als USB-Gerät. Und es gibt online auf der Seite lattepanda.com jede Menge an Tutorials, an Einführungen, an Videos und an Projektbeispielen, die man, um einzusteigen, verschiedene Libraries in C# und Java, die man direkt benutzen kann und verschiedene Sensoren testen kann und verschiedene Motoren ansprechen kann. Und ich werde euch jetzt auch noch ein paar Projektideen vorstellen, was man alles machen kann. Ihr werdet euch sicher fragen, wieso soll man sich jetzt einen Latte Panda kaufen und wieso reicht der Raspberry nicht? Genau, hier ist jetzt zum Beispiel ein Projekt, das heißt InMove. Da geht es um einen 3D-gedruckten humanoiden Roboter, der komplett Open Source ist, und der braucht auf jeden Fall jede Menge an Rechenleistung. Da wird Sprache erkannt, da wird visuell
Sollte da jetzt ein Video anfangen? Ich weiß es nicht. Ah, das kann man ja abspielen lassen. Gut. Funktioniert das? Ja. Ja, das Video habe ich selber auch noch nie gesehen. Genau, das ist so ein humanoider Roboter, komplett Open Source. Und der hat Bilderkennung, er hat verschiedene Audioeingänge und kann dann das gesamte Sensor verarbeiten. Also er braucht richtig viel Rechenpower im Vergleich zu mit einem Raspberry würde das nicht gehen. Und deswegen sind sie jetzt auf ein Latte Panda umgestiegen. Was ist da jetzt drin? Und können den direkt so ansteuern. Da ist jetzt irgendwas aufgetaucht. Ah, Moment. Ah, ich krieg das. Ja. Also, kurzen Moment, da gibt es ein technisches Problem. Was? Aber das Ding will gar nicht weggehen. Also ich kann dieses Fenster nicht mehr weg. Darf ich? Jo. Ja. Oh. Das will da nicht weg. Na jetzt. Okay. So, Entschuldigung. Jetzt geht es wieder weiter. Also jetzt hier noch ein anderes Projekt. Ich glaube, ich bin auch zu weit gesprungen. Ah ja, da waren wir. Genau, also zu diesem Projekt mit diesem 3D-gedruckten Roboter gibt es auch eine Open Source Think Inverse Produktseite, wo man die ganzen 3D-Teile sich runterladen kann und ausdrucken kann und so eben den eigenen Roboter bauen kann. Und man braucht dann eben nur diesen Latte Panda noch dazu, um die Rechenpower zu haben. Hier ist eine andere Idee, das ist einer, der das auf einem Segelboot einsetzt, um eine Navigation auf dem Schiff zu machen mit GPS-Sensoren und verschiedenen Marinesensoren, die er alle in dieser Latte Panda integriert hat. Und da dann so ein Live-Mapping machen kann. Das hier ist ein Projekt, wo jemand ein altes Auto genommen hat und versucht hat, es aufzuwerten, indem man eben die gesamte Elektronik über den Latte Panda noch steuern kann und auch direkt hier unten die km/h-Anzeige und auch verschiedene Bedienelemente direkt auf dem Latte Panda installiert werden können. So, das ist jetzt, jetzt haben wir es wahrscheinlich ohne Musik, deswegen macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn. Das ist einer, der ein Musikinstrument entwickelt hat mit dem Latte Panda. Da sieht man es jetzt. Warte. Das Musikinstrument funktioniert so, indem man hier diese Elemente nach oben zieht, entstehen unterschiedliche Töne. Also je nachdem, wie hoch man das zieht, wird es unterschiedlich laut und unterschiedliche Töne ausgegeben. Und das Ganze wird auch wiederum mit einem Latte Panda kontrolliert. Und aber jetzt gehen wir hier mal weiter. Hier sieht man es nochmal. Das ist ein Projekt, in dem einer einen Pulssensor mit dem Latte Panda entworfen hat. Da sieht man jetzt direkt die Live-Daten von dem Pulssensor und kann dann direkt mit dem Display natürlich alles ausgeben lassen und hat dann alles in einem kleinen System und braucht nicht noch mehrere PCs oder Arduinos dazu, um dieses Ding auszugeben. Das ist jetzt der AVA-Roboter, ein kleiner Kettenroboter,
der auch eine Art von Intelligenz hat, die es sehr viel Prozessorleistung braucht und mit einem Raspberry nicht mehr gereicht hat. Und deswegen sind sie jetzt auch umgestiegen auf diesen Latte Panda, um diese Voice Recognition zu machen und verschiedene GPS- und Kompassdaten alles in einem Gerät abzufangen und auch zu kontrollieren. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch zwei Beispiele und dann bin ich auch durch. Ich weiß gar nicht, wie es von der Zeit her gerade ist. Passt noch. Es ist hier noch genau ein Do-it-yourself-Elektronenmikroskop. Das ist für Hochschulen und Universitäten gedacht, damit man da direkt eben so ein kleines Gerät hat, mit dem man von einem Raum direkt zum nächsten gehen kann und dort das transportieren kann, ohne große Geräte mit sich führen zu müssen. Da ist direkt das Display dabei, wie ich schon erwähnt habe, und eine Kamera integriert und das kann dann alles direkt auf diesem Display angezeigt werden und die Sensorwerte ausgelesen werden. So, das ist jetzt hier eigentlich das letzte Beispiel mit einem CNC, mit einer CNC-Maschine, die über den Latte Panda gesteuert wird. Das ist ein altes System, das alles auf Windows schon basiert war. Das heißt, die wollten es nicht nochmal umschreiben auf ein Ubuntu, also auf ein Linux-Code, haben das alles mit auf ihrem System auf Windows behalten wollen, aber diese großen Rechner haben sie eben gestört und deswegen haben die da das komplett ersetzt mit kleinen Mini-Rechnern, um Platz zu sparen, eigentlich letztendlich. Hier ist jetzt dieser CNC zu sehen. Genau, dann sage ich erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich habe auch noch einen Kollegen von DF Robot direkt hier, den Gray. Wenn es irgendwelche noch detaillierten Fragen gibt, kann er uns auch helfen. Der ist jetzt aus China direkt hier und ist bei dem Entwicklungsteam von Latte Panda dabei gewesen. Okay, vielen Dank. Danke auch. Ich habe ein paar beeindruckende Beispiele gesehen, was das Ding alles kann. Jetzt direkt, gibt es Fragen aktuell? Ja. Ich habe eine Frage und zwar hast du gesagt, dass Windows 10 installiert ist. Wie ist das mit der Lizenz? Ist es schon, also ist da echt eine Lizenz dabei oder was für eine Lizenz ist das für Windows 10, die da dabei ist? Da gibt es auch verschiedene Versionen. Also man kann ihn mit einer aktivierten Lizenz kaufen oder mit einer unaktivierten Lizenz. Also Windows ist auf jeden Fall installiert. Entweder ist es aktiviert oder nicht und es macht den Preis dann einen Unterschied. Was ist dann der Messepreis? Ich habe gesagt, Messepreis? Ja, kann ich gleich sagen. Also die Preise, der Messenpreis für den kleinen ist 110 Euro mit 32 GB interner Speicher. Mit 64 GB Speicher ist so 180 Euro. Das sind die unaktivierten Lizenzen. Mit der Lizenz habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und dann das Windows 10 und der andere Chip, der noch drauf ist. Also du hast gesagt, das ist wie, als wenn man den per USB anschließt. Also die haben sonst keine Verbindung miteinander. Also eigentlich genauso, als wenn ich per USB an Arduino anschließen würde. Genau, also die sind intern miteinander verbunden, man sieht kein Kabel, aber es ist vom Prinzip her genauso, wie wenn man es mit dem USB verbinden würde. Aber nur der USB, sonst war da nichts, nicht irgendwie zusätzlich irgendwas mit Webinterface, nur irgendwas noch anders verbunden, nur USB. Ja, also dieser Mikrocontroller, ja, also dieser, genau, ja. Dann sind es eigentlich zwei Geräte in einem. Ja, so kann man das schon sehen. Okay, weitere Fragen? Kann man diese beiden Geräte getrennt voneinander betreiben, dass man also beispielsweise den Windows-Rechner stilllegt und nur über Arduino einen Datalogger betreibt oder so etwas? Nee, das wird nicht funktionieren. Also der ist ja direkt mit dem anderen Chip verbunden und der bekommt auch seine Power nur über den Latte Panda dann, also über den normalen Prozessor. Und da ist auch nur ein Power-Eingang. Also wenn man den Power-Eingang Strom drauf hat, dann bekommt gleich alles den Strom.
Wir haben noch Zeit für die eine oder andere Frage. Jetzt muss ich auf seine Frage nochmal eingehen. Das würde aber dann heißen, wenn ich jetzt kein Windows installiere und trotzdem, also kein Windows drauf auf dem Panda und nur das Ding hochfahre und den Arduino schon programmiert habe, müsste er ja trotzdem alleine laufen. Ich habe es jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Wenn nochmal. Ich das Windows nicht installiere, also es gibt ihn ja ohne Windows. Also der ist immer installiert. Okay, ohne aktivierten Windows. Genau. So, ja. Jetzt formatiere ich Windows. Windows ist weg. Ja. Habe ich vorher aber den Arduino programmiert, da müsste doch der Arduino das Programm behalten. Da kann ich doch den Arduino nur verwenden und Windows ist weg. Ja, oder? So wie ich das verstanden habe. Strom hat er ja. Okay, ich würde jetzt mal sagen, ich frage den Experten dazu. Can you come? So, can you use the microprocessor, the Arduino processor, separately? Completely separately. If you have nothing installed on the Intel processor, and you installed something on the microprocessor before? Yes. And how does it work? Can you just use the Arduino processor? If you utilize the normal Arduino. Yes, if you just want to use the Arduino in. Yeah. We have some code for just using Arduino, it's better to use it together. Ja, also das ist die gleiche Aussage. Er sagt auch, es ist nicht dazu gedacht, dass man die getrennt voneinander benutzt, weil die direkt miteinander verbunden sind. Ja, aber doch nur aber über Sie USB. Sie haben recht. Aber Sie doch nur über USB eigentlich. Wenn ja, USB. Sie haben, genau, da wird und auf jeden Fall Power drauf sein und ich würde auch sagen, dass der Code laufen würde, wenn der schon auf dem Arduino installiert ist. Und USB ist ja eigentlich nur zum Programmieren und Strom beim Arduino. Ja. Den hat er ja dann. Genau. Also ich würde auch sagen, dass der Mikroprozessor genau seine Arbeit auch tun wird, wie davor auch. Und auf dem Windows läuft dann einfach nichts. Der ist schon an, sozusagen der Prozessor ist eigentlich an, der hat Strom, aber da tut sich erstmal nichts. Und dann wollte ich wollte selber dann noch was fragen, das eine Beispiel, was Sie genannt hatten. Da hatten Sie das Beispiel genannt, dass man, dass das mit einem Raspberry Pi nicht möglich wäre, weil der die Leistung nicht hat. Mhm. Aber die Leistung wird doch vom Arduino in dem Fall übernommen. Oder wenn jetzt, also weil sonst würde das unter Windows laufen. Ich habe jetzt zwei separate Sachen. Einmal läuft es unter Windows und einmal läuft es unter Arduino. Ja, also ich kann ja nur entweder oder. Ich kann nicht die Leistungen zusammenkoppeln. Ja, also es kommt darauf an, wo welcher Code dann abläuft. Man kann ja die Werte einlesen nur vom Mikroprozessor, vom Arduino-Prozessor. Und wenn die dann weitergegeben werden an den Intel-Prozessor und da die gesamte Bildverarbeitung läuft, da die gesamte Navigation abläuft, dann ist die Prozessorleistung von dem Intel-Prozessor entscheidend. Mhm. Also das heißt, die ganze Kontrollalgorithmus würde auf dem Latte Panda laufen und nur die Sensorwerte einlesen, das würde dann auf dem Arduino laufen und das kann er auch sehr gut. Dann wäre Arduino ein Ausgabeinterface. Ja, dazu ist auf jeden Fall gedacht, also so sollte man ihn benutzen. Okay. Und nicht den großen Code auf dem Arduino abspielen. Bei Ihnen noch eine Frage? Oder hat sich's erledigt? Hm? Die Frage ging in etwa in dieselbe Richtung. Die Frage ist ja, ich habe zwei verschiedene Betriebssysteme da drauf. Wir müssen lauter bedienen. Wie ist das Speichermapping da drauf ab? Wenn ich zwei verschiedene Betriebssysteme habe, dann brauchen die ja separate Bereiche. Oder wie ist das gelöst bei diesem Doppelprozessor und Doppelbetriebssystem als Ganzes? Sie meinen, wenn man jetzt auf dem Mikroprozessor ein anderes Betriebssystem hat als auf dem, oder meinen Sie beide Betriebssysteme auf dem Intel-Prozessor? Nein, Sie sagen ja, Sie haben quasi zwei kleine Rechner auf diesem Board drauf. Sie haben aber einen Speicherbereich. Gibt es da eine klare Trennung? Gibt es da ein Interface im Speicher drin oder gibt es da ein ganz besonderes Konzept, um das effektiv von einem System zum anderen übertragen zu können? Okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Also der Arduino Mikroprozessor, der hat seinen eigenen kleinen Flash-Speicher, der ist sehr klein, den habe ich jetzt gar nicht genannt.
da kann man auch Code drauf installieren, aber der ist wirklich klein. Nicht vergleichbar mit Gigabyte, was der jetzt der Latte Panda hat. Und auf diesen Speicher vom Latte Panda hat der Arduino keinen Zugriff. Das ist so, wie wenn Sie den Arduino direkt an Ihren PC anschließen. Dort können Sie ja auch Code auf den Arduino drauf installieren. Und das wird dann im Arduino abgespeichert und dort wird dieser Code ausgeführt. Ja, das sind auf jeden Fall separate Speicher. Okay, ja. Ich würde vielleicht die weiteren Fragen direkt an euren Stand verweisen. Da seid ihr ja jetzt und könnt irgendwie am lebenden Objekt sozusagen irgendwie alles nochmal demonstrieren. Ja. Vielen Dank immer für diese beeindruckende Produktpräsentation. Ja. Wirklich ein ganz interessantes Teil. Und ich würde jetzt gleich mal überschenken zu dem, nachdem wir gesehen haben, mit was man alles was machen kann, wie man dazu kommt, etwas zu machen. Okay, alles klar, danke euch auch und wie gesagt, auf unserem Stand ist auch nochmal so ein Demo aufgebaut, wo man das Ganze in Action sehen kann. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne vorbeischauen. Und nodedna.de nicht vergessen, die coolste Online-Seite.